So, da sind wir wieder mit meiner dicken Rakete. Ja, und im Spiel ist auch eine. Ja, aha. Folge 2, Blood Dragon Far Cry 3 Add-on. Und Norbert ist an der Maus, guckt sich jetzt mal dieses dicke Gerät da an und die Spinne, die hier gerade hackt, Spider. Oh Gott, what happened just now? Zwischensequenz. Nice. We found the mainframe. Oh yeah. Secure that intel. Work your black magic, Lieutenant. We're hitting the brother for his skills now. Alert. Unauthorized access detected. Kimball Bunker. Oh my. Enter passcode. You have 20 seconds to comply. Spider. I know. Starker Zeitdruck, oh Gott. Männliche künstliche Intelligenz. Mal gucken, ob wir es bei 1 schaffen. Oh nein, oh nein, oh nein! Countermeasures active. Beginning pre-launch diagnostics. Was ist das? The helo is picking up multiple heat signatures converging on you. It's moving into position, Lieutenant. I'll cover you. Objective: protect Lieutenant Brown while he hacks the mainframe. We have to hijack the system. This could burn out my main cortex CPU. What the Just fuck? Come back in one piece. You got a wife. This don't work. Tell them I died in my country. Für die Freiheit. Für Schottland. Das sagst du ihnen selbst, hörst du? Oh, er hat ihn gerade gehackt. Ja, krasse Sache. Oh Mann. Ja, ihr seht schon, in welche Richtung die Reise geht. Komm jetzt mal Gegner hier. Guck mal, da ist schon einer. Da, direkt vor dir. Shoot him down. Kill him. Ich versuche jetzt mal den anderen Schwarzenegger zu bringen. Kill him. Ich mache dich fertig. Shoot him down. Hat er Boom gemacht. Oh, ja. Oh, Alter. So einer. Es läuft doch. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass diese Waffe irgendwie so ein bisschen vor sich hin pinkelt, oder? So, ja. So piu, 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 piu. Ich hätte gerne mal irgendwas Wuchtigeres. Aber ich befürchte leider, dass wir im ganzen Spiel jetzt hier nur so Laserquatsch kriegen. Ich muss mal Q drücken, um dich zu heilen. Dabei ist es immer ganz gut, in Deckung zu gehen, weil man ist ja so 3 Sekunden angreifbar. Also man ist auch im ganzen Spiel angreifbar, aber schutzlos, ausgeliefert, wie ein kleines Rehkitz. Irgendwie will der nicht. Das ist ja nichts Unnormales. Du warm, du schon. Oh, da kommt Dicker. Vielleicht machst du erstmal die Kleinen kaputt. Wer ist meiner? Das ist meiner. Nee, das ist nicht deiner. Den solltest du vielleicht verschießen. Das ist ein roter Motorradfahrer, Norbert. Wir mögen keine roten Motorradfahrer. Wow, schönes Ding. Ich docke dich, ja. Ist gar nicht so schlimm wie so ein Juggernaut in Call of Duty. Also zumindest wenn man zweimal den Kopf trifft, ist er auch tot. Also anders als beim Menschen, wo auch einmal reicht. Nur so als Bildungsauftrag. Was soll denn da? Ja. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen Menschen töten, aufreißen. Das sind keine Menschen, das sind... Ja, schau mal. Wie hast du das gerade gemacht? Ich weiß nicht. Was, was hast du dafür gedrückt? Ah. Hab ich nochmal. Achso. Yeah! No! Oh Gott, Spider! Spider! Focus, Lieutenant. What am I supposed to do? Shit, Helo 7-3. Requesting immediate evac. Lieutenant Brown is down. Helo 7-3. AI corrupted! Blood! Decapitation strike countdown has begun. Decapitation countdown. Tell me what to do. Missile launch autonomous! Get to the control plane! Yeah. What? No. Ignition Den Hirnschirm! Shoot the brain cage! Shoot the... Oh nein! Shit. Spider! Locate the missile Lieutenant Brown for me. Oh Gott! 5x5. Der emotionalste Moment meines Lebens. Objective. Disable secondary ignition control. Ja, machen wir schon. Mit Rakete in Position. Bereit zum Eindringen.
Penetrationsmodus aktiviert. Nein, schon kleiner. Hätte ihn. Decapitation. Oh Gott, Deckung, 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 Deckung. Ja. Nein! Norbert ist tot. Ja, Spiel zu Ende, tut mir leid. Oh, okay, wir ja. Nach Hause gehen. Ja, es ist, was ich euch nicht erklärt habe, ist ein Roguelike, das heißt, wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen. Ganz von vorne. Nein, war ein Quatsch. Das wäre aber natürlich 80er-Jahre-Style. Oh nein. Ja, wir müssen aber tatsächlich die Missionen von vorne anfangen. Nein, müssen wir nicht. Oh, bitte. Ja, man kann es aber... Nee, man kann nur pausieren. Man kann es nicht überspringen. Okay, dieses eine Mal gucken wir uns die komplette Sequenz nochmal an. Einfach, weil es so emotional war. Und kannst du mal Escape drücken? Ob es dann irgendwie vielleicht nicht kommt? Okay. Und das nächste Mal schneide ich ihn raus. Aber genießt nochmal die Dramatik. Ein Spider stirbt. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Oh. Vielleicht wäre es was anderes. Hardcore, vielleicht geht es diesmal anders aus. Ja? Vielleicht stirbt diesmal Rex Power Cold. Dieser Name. Mann, den Gehirn schon kaputt machen. Ja. Das ist doch eindeutig. Du musst die sekundäre Zündsteuerung aus der Steuertafel reißen. Das will ein Soldat sein. Das will ein Cyber-Kommando sein. Phantomkommando könnte man auch mal gucken. Das erinnert mich gerade alles ziemlich daran. Also das ist Schwarzenegger-Film aus den 80ern. Ziemlich geiler Scheiß. Hat er auch so gesprochen? Nee, da hat er so gesprochen, wie Arnie immer spricht. So ein bisschen komisch, so ein bisschen Steiermark, komisch mit Texas so. Das war ganz witzig, weil der war ja jahrelang in Deutschland initiiert, der Film. Die Originalversion, den gibt es auf DVD in Deutschland in einer 75 Minuten langen Version. 110 Minuten langer Film und 30 Minuten geschnitten. Also, da ist schon eine Menge Brutalität drin. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht, aus heutiger Sicht. Gibt Schlimmeres. Wenn schon Neon Genesis bei Super RTL läuft, dann kann man auch Phantomkommando gucken. Ja, schönes Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Den sollst du vielleicht töten. Ich würde mich nicht auf einen... Oh! Ich würde gerade sagen, du sollst dich nicht auf einen Nahkampf mit ihm einlassen, aber... Das ist doch einer. Meine Güte! Kannst du mal eine Granate schmeißen? Mittlere Maustaste. Ja, Norbert geht gerne in den All-Out-Zweikampf. Headshot-Battle. Man merkt, den Counter-Strike-Spieler, der versteckt sich nicht gerne. Oh. Pistol ihn. Pistolrunde. Er hat ein bisschen überfordert. Das merkt man überhaupt nicht. Du bist der Einzige, der es nicht schafft, ein rotes Fass in die Luft zu sprengen in einem Computerspiel. Da ist noch einer. Nein! Nein! Nein, Zwischensequenz. Ah, perfekt. Wow, das war knapp. Wie sind wir denn jetzt in einen Fahrstuhl gekommen? Von wo kommt der Fahrstuhl? Egal. Au, schnell! Rex, lauf! geil. Wieder mal die Welt gerettet, würde ich sagen. Also was macht man denn am Nachmittag, wenn man nichts zu tun hat? Seine Schicht hat noch nicht mal angefangen. Was ist denn ein Halo 7-3? Ach, das ist der Hubschrauber. Nein! Ein Hubschrauber in einem Videospiel ist zerstört worden. Was für eine Überraschung. Verdammt. Strap-ons für Waffen. Aha. Ich kenne zwar Strap-ons, aber das hat nichts mit Waffen zu tun. Und du weißt noch nicht, was du mit diesen Waffen penetriere. Stand by. Aha. They're back online, Colonel. Thank you, darling. Oh, wenn das so einfach ist. That's Dr. Darling. Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Oh, man. Oh, Colonel Sloan. Colonel. It's us. Sergeant Rex Power Cold. T.T. Brown. Oh, Rex Power Cold. Es ist nicht einfach nur Max Power, es ist Rex Power Cold. After me. Now that right there. Das ist ein Zitat aus Far Cry 3. Da sagt der Bösewicht ganz oft, erklärt einem, was die Definition von Wahnsinn ist. So ein bisschen wie das mit den Narben im Gesicht vom Joker, weißt du? Der erzählt das ja auch öfter. Das macht der Bösewicht, der war es auch ein paar Mal. Das war jetzt gerade die kleine Anspielung daran. Aber wenn das kein Terminator ist. Ja. Mean, demanding bitch. She's a wildcat. Oh yeah! Macht sie ja. They said you went off the reservation. It's gotta be a mistake. Ever since the nuke in Canada and the invasion of Australia, Gott sei Dank ist es passiert. We've lost our way, gentlemen. Mit den roten Teufeln. Our government.
talks reconciliation. Ach ja, die Sowjets sind ja noch die Bösen, klar. Das darf man nicht vergessen. Wir sind ja 1997 oder so. Und in einer alternativen Zeitlinie. Rex, he's lost it, man. What are your orders regarding me and Omega Force, huh? How much does Washington know? I'm sorry, sir. I respect you, but I can't. Then you've bought into their goddamn lies. Was für eine Scheiße an Dialog, die da gerade abfeuern. Was für ein Quatsch. Völlig inhaltsleer. Mein Hauptrichter den Kopf. Ja. I know what you're planning. Your Mark IVs were smart, but way too independent-like. Das alte Problem, der Cyborg, der zu viel eigenes Denken beweist. Nein! Ja, na klar. Nee, er macht Training. Jetzt bricht er ihm das Rücken. Oh, fuck. Nein, das Bandana. I imprinted you Mark IVs with all my combat savvy, right? What? I'm giving you a shot at the brass ring, boy. Wieso hat uns denn jetzt nicht umgebracht? Firepath, come in. Sergeant Rex Colt? Wait, who is this? Dr. Elizabeth Darling. I keyed into your comm when I was examining you. Someone's cut you off from Briar Patch. What the hell was that? I'm sending you coordinates to a safe location. And why should I trust you? Because I hate Sloan. Das kann jeder behaupten. Okay, Doc, what's the plan? Stay low and stay quiet. The Blood Dragons have poor eyesight and a hunger for humans. Okay, also sind da jetzt Blutdrachen in der Höhle, was auch immer ein Blutdrachen ist. Drück mal Escape. Wir können, glaube ich, mal irgendwas aufrüsten oder einen nächsten Level machen. Level 4. Achso, die kriegen wir automatisch. Bei Far Cry 3 konntest du ja dann noch wie in einem Rollenspiel deine Fähigkeitenpunkte verteilen auf irgendwelche neuen Fähigkeiten, neue Takedowns oder bessere Waffen benutzen oder so. Und hier kriegst du das alles automatisch. Also was haben wir jetzt? Level 4. Das heißt, wir haben jetzt zusätzliches Gesundheitsfeld bekommen. Offene Visiere, kann schneller die Waffe wechseln, das ist ja ganz gut. Du erhältst noch ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Ich glaube, das können wir sehr gut gebrauchen. Was und kriegen wir? Bogen. 5? Yeah, wir kriegen den Bogen. Das ist ja die beste Waffe in Far Cry 3, weil damit kannst du alles machen. Damit kannst du lautlos agieren, damit kannst du aber auch mit Explosionspfeilen sehr laut agieren. Also, beste Waffe. Freue mich schon auf den Bogen. Sehr schön. Gut, dann weiter. Ausgang lokalisiert. Gut, okay. Wie sieht's hier aus? Also, hier werden offensichtlich von Sloan die Leute reingeschmissen, die er nicht mag. Sprint ich noch mit Shift? Mit Shift, ja. Also, geht noch nicht. Wir haben auch keine Waffen oder sowas, hat sie gerade gesagt. Die wurden uns natürlich abgenommen, weil wir sind ja zum Sterben hierher geschickt worden. Du brauchst natürlich keine Kanone. Animation. Was sind das für eine blaue Linie? Ja, blaues Wasser. Ah, okay, nein, das wird erklärt. Nach oben. Okay, I see. Blood Dragon! Ah, noch einer! Und noch einer! Und noch einer! Oh Gott, das sind so viele! Aber sie haben keine guten Augen. Okay, ja. Okay, also der kommt genau auf uns zu. Biostrahlung. Okay, also auf der Minimap siehst du jetzt die Drachen in grün. Dann umgeh die mal. Nein, nein, oh Gott. Geh weiter. Das ist gar nicht gut. Vielleicht gehst du mal darüber, ja, auf die andere Seite. Die zwei sind alarmiert, die beiden Gelbleuchten. That's right. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist ja gut, dass man jetzt nicht reden kann. Ja, das ist jetzt hier eine Schleichmission, Norbert. Ich weiß, ich hatte dir versprochen, dass wir hier nicht schleichen, aber kann leider nicht immer seine Versprechen halten. Das ist eine Botschaft, die 80er-Jahre-Filme einem auch nahegebracht haben. Guck mal, vielleicht liegen da Waffen rum. Bei den Typen. Ah, jetzt lernst du Cyberherzen werfen. Okay. Das hatte ich vorher schon gelesen, dass man diese Herzen braucht, um die Drachen wegzulocken. So, jetzt hast du zwei Stück dabei. Nimm mal einen dritten noch mit.
Drück wie Gier, mein. Genau, jetzt wirfst du nach rechts oder links, damit wir auf der anderen Seite dann vorbei können. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Vielleicht war es zu hoch in der Luft. Guck mal, da oben leuchtet es noch so blau. Ja, ich glaube, es ist besser. Ich glaube, es ist oben gegen die Wand geflogen. Alter! Du dummes Vieh! Ich glaube, das war ein Mod nicht. Ja. Ist ja ganz schön super gemacht. Ja, machen wir doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da. Ah. Ist ja wie in Skyrim mit den Drachen. Viel zu viele Drachen unterwegs. Guck dir mal die Umgebung an. Wow. Nicht schlecht. Total karg und dunkel. Schön. So waren die 80er, Leute. Karg und dunkel. Nein, geh da nicht hin, da will ich hin. Es war eine dunkle Epoche. Weg. Böser da. Jetzt ab durch die Mitte, würde ich sagen. Was ist denn das da vorne? Der Rennen, der ja, das würde ich auch nicht machen. Aber es sind auch nur noch 30 Meter, also. Ich glaube, du musst so leicht nach rechts. Da? Ist ja. Na, der Pfeil zeigt nach rechts. Da hoch musst du. Achso, ich dachte nicht auf der Karte. Ja, dachte ich auch. Aber das war wohl falsch gedacht. Aber wir wurden ja auch nicht gewählt, um zu denken. Wir wurden gewählt, um zu lenken. Oh komm, jetzt können wir noch ein bisschen. Ja. Just remember, the shield protects the soldiers inside from the dragons. But it won't stop the dragon's laser fusion blasts. Your what? Oh. Fuck. Achso, du kannst du vielleicht die Drachen, die kannst du ja damit lenken sozusagen. Vielleicht kannst du die Drachen auch in Richtung der Gegner lenken. Mhm. Rick, ich schmeiß mal hier direkt vor seine Füße eins hin, ja. Da kannst du mal eins dahin werfen und dann. So. So, jetzt kommen sie, komm. Husch. Na los, oh, willst es doch. So, jetzt geh mal da. Wirf mal eins zu den Soldaten runter. Genau. Du hast jetzt aber keins mehr, Idiot. Das war alles so gewollt. Ah, guck mal. Ah, Mist, jetzt schießen die den Drachen ab. Das ist doch gut. Ja, aber. Holy shit. Oh, guck mal. Oh, wow. Jetzt hat er die gerade weggebritzelt. You need to secure the garrisons for supplies. Detecting weapons in the bunker that you can use. Okay, aber ich würde sagen, die suchen wir erst in der nächsten Folge. Also machen wir kurz Pause und dann geht's gleich weiter an derselben Stelle. Mit der Ausrüstung sammeln. So ist es. Tschüssi.